Naja, da war einiges überfällig. Stichwort höhere Bußgelder für Falschparken. Ansonsten haben wir Licht und Schatten. Wir müssen einfach feststellen, dass für die Fahrradfahrer und Fahrradfahrer da einfach viel mehr drin gewesen wäre. Das heißt, Städten es zu ermöglichen, leichter Tempo 30 einzuführen, an ein paar Stellen die Fahrradstraßen eben leichter einzuführen. All das ist im Gespräch und das bleibt im Entwurf jetzt unberücksichtigt. Und dann gibt es auch noch Sachen, die abseits des Radverkehrs, wo ich sage, dadurch wird es dann fast zu einer Mogelpackung. Herr Scheuer plant offensichtlich, die Busspuren zu öffnen für Autos, wenn da mehr als eine Person drin steht oder sitzt vielmehr. Das sage ich, entwertet Busspuren völlig. Dann braucht keine Stadt mehr eine Busspur einzuführen. Busspuren sind dafür da, Busse schneller durch die Stadt kommen zu lassen. Wenn dann jetzt Herr Scheuer mit seinem Fahrer und dem Pressesprecher auf der Busspur fährt, ist das für ihn ganz schön. Aber für alle, die im Bus sitzen, heißt das einfach Zeitverlust. Und für alle, die einen Stadthaushalt zu betreiben haben, heißt das auch mehr Ausgaben für Bus und Bahn, weil dann einfach mehr Busse gebraucht werden, um die gleiche Leistung bereitzustellen. Das kann nicht Sinn einer solchen Reform sein. Wir wissen einfach, dass das zu gefährlichen Situationen führt, wenn Autos falsch abgestellt werden. Gerade auf Gehwegen an Kreuzungen ist das besonders gefährlich, weil dann die Blickachsen gestört werden und gerade kleinere Verkehrsteilnehmer, also Kinder, dann eben nicht in den Verkehr richtig einsehen können. Das löst regelmäßig eine große Gefahr und auch viele Unfälle aus. Genauso dramatisch ist es häufig auf Schutzstreifen, wenn eben der Radverkehr dann in den Straßenraum einbiegen muss und dort eben viel schnellere Kraftfahrzeuge unterwegs sind. Auch dort gibt es häufig Unfälle und vor allem, das ist für alle radfahrenden Menschen ein hohes Unsicherheitsgefühl, wenn so eine Verkehrssituation da ist. Deswegen ist da das geboten und da muss Herr Scheuer eigentlich noch sagen, was denn jetzt konkret, welche Zahl ist denn dann, wie viel kostet ein solcher Verstoß, das ist dem Entwurf noch nicht zu entnehmen. Viele der geplanten Änderungen der StVO gehen in die richtige Richtung. Der Radverkehr besser schützen und ausbauen, Carsharing, also kleine Schritte in die richtige Richtung. Sicherheit geht vor. Es ist absolut notwendig, dass Rettungsdienste, Feuerwehren ohne Probleme zur Unfallstelle kommen. Da gab es in der Vergangenheit einige Probleme. Deswegen ist absolut richtig und notwendig, hier die Strafen zu verschärfen, sowohl die Geldbußen als auch die Punkteregel. Ich glaube, das Kernproblem ist die Verfolgbarkeit und die Kontrolle und die Durchsetzung bei der Rettungsgasse. Es ist aber auf jeden Fall richtig und sinnvoll, sowohl das Bußgeld zu erhöhen, als auch hier einen Monat Fahrverbot zu erhängen, weil Sicherheit wirklich absoluten Vorrang haben muss und wir immer mehr feststellen müssen, dass die Rettungsgassen blockiert sind. Herr Scheuer macht mit seinem Vorschlag zur Nutzung von Busspuren für Autos mit drei Personen einen wirklich Schritt in die falsche Richtung. Das kann zu chaotischen Zuständen führen. Die Busspuren werden blockiert, wenn Familien, die beispielsweise zum Einkaufen fahren oder morgens in die Schule auf die Busspur alle nutzen, dann hat der Bus ein Problem. Also das geht in die falsche Richtung. Es wird nicht den ÖPNV und den Busverkehr stärken, sondern bremsen und blockieren. Ich glaube, man kann die Busspuren, das gibt's ja ab und zu kommunal, punktuell mal freigeben, wenn die Straße überlastet ist. Aber generell das für Autos mit drei Personen freizugeben, ist zum einen überhaupt nicht kontrollierbar und zum anderen wird es dazu führen, dass am Schluss die Busspur blockiert wird, weil zu viele Autos das nutzen. Und es wird eben nicht Carsharing helfen, sondern ganz normalen Familien, die mit beispielsweise mit Kindern unterwegs sind.